Symmetrie bzw. das Spüren von Symmetrie spielt hier eine Rolle. Von den Raumrichtungen werden vier besonders betrachtet. Vorne, hinten, rechts, links. Dazu das Oben und das Unten. Bewegung ist definiert als Unterwegssein auf den von diesen gebildeten Achsen. Analog zum räumlichen Aspekt liegt ein zeitliches Gestalten in der Natur der Sache, denn Tanz ist ja die visuelle Kunst, erweitert um die Dimension Zeit. Klarheit über mein Sein im All setzt gründliches Beobachten und Dranbleiben voraus. Es obliegt das immer wieder Ankommen im Hier und Jetzt, unablässige Standortbestimmung gegenüber dem Abdriften und dem Fallen aus der Zeit. Von da aus und nur von da aus handeln. Bewegung wird zum Medium, zur Verkörperung des verfeinerten Seins, das sie nicht abbildet oder etwa rekonstruiert. Bewegung wird auch nicht besser oder intensiver, nachdem der Körper mit Tanztechniken geschult wurde. Nein, sie ist Sein, sie ist. Und zwar genau in dem Moment und in aller Authentizität. Der Performer begibt sich simpelst, nämlich per Entscheidung, auf eine Ebene der verfeinerten Wahrnehmung und versetzt sich dadurch in die Lage, diese nach außen zu transportieren und erfahrbar zu machen. Es beginnt die Erhebung über die Alltagsbewusstheit. Beim Verfolgen dieser Absicht ist verständlicherweise weniger wirklich mehr. Die ganzen Gesten würden nur ablenken vom Erleben der Stationen, die die vertikale Strecke mit ihren verschiedenen Ebenen der Bewusstheit durchläuft. Transformation. Stellen Sie sich vor, Sie werden selbst zur Symmetrie
und zur Raumrichtung, nachdem sie es immer so beschrieben hätten: Ich mache symmetrische Bewegungen, ich führe eine Aktion in diagonaler Richtung aus. Da war immer noch die Trennung.